Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im heutigen Video werde ich lästern, was das Zeug hält, was die Transfermarktänderungen betrifft. Ich werde eure Kommentare vorlesen, ich werde die erste Liga zeigen, ich werde euch zeigen, dass ich schon über 300 Millionen Euro Gewinn gemacht habe, nur am 0. Spieltag und. Es ist das letzte Video vor einer längeren Pause, ich werde eine zweiwöchige Pause machen, bald schreibe ich eine Klausur, des Weiteren habe ich noch Theoriestunden für den Führerschein und deswegen gibt es eine längere Pause. Auf dem anderen Kanal DLMA werden noch ein paar Videos kommen, die ich bereits aufgenommen habe, dort wird es aber auch nicht weitergehen, also nicht wundern, wenn da jetzt noch aktiv Videos kommen, ich vernachlässige diesen Kanal nicht, sondern ich mache generell eine Pause und vernachlässige alles. Jetzt kommen wir erstmal in den OFM und was machen wir als erstes? Ich würde mal sagen, wir machen noch diesen Fund Cup hier fertig. Und dann werden wir mit dem Transfermarktänderung anfangen. So, die Fund Cups sind angeboten. Jetzt werde ich euch noch live hier im Video einladen. Und vielleicht werden dann ja auch wieder mal live im Video schon einige Leute in den Fund Cup hineinschlüpfen. Das werden wir uns dann mal anschauen. Ne? Also jetzt erstmal hier einladen. Ich selber werde nicht teilnehmen und es wird auch keine Teamchecks geben. Wir haben ja noch ausstehende Teamchecks vom letzten Fun Cup. Dort wurden insgesamt 0 Teams gecheckt. Also alle anderen Teams müssen noch gecheckt werden. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Tut mir leid, aber wunderbar. So, jetzt werdet ihr alle hier schön eingeladen zu. Und jetzt fangen wir mal mit den Transfermarktänderungen an. Ihr wisst es ja, von dieser 5% Regelung halte ich sehr viel. Ich finde gut, dass man ein bisschen Geld aus dem Spiel nimmt, weil die Inflation ist ätzend. Riesengroße Inflation, die den Transfermarkt auch teilweise komplett zerstört. Aber andere Regelungen sind einfach bescheuert. Erstens, der Transfermarkt hat komplett an Übersicht verloren. Also das ist ja nicht mal schön, was hier ist. Also man kann ja hier gar nichts mehr erkennen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Potthässlich. Also das ist ja, guck mal, ich sortiere das jetzt hier einfach mal. Und wenn ich jetzt die Spieler haben möchte, die morgen wechseln, muss ich jetzt hier extra auf meine Uhr gucken. Aha, wie viele Stunden sind das noch? Okay. Dann machen wir mal 24 Stunden. Muss das jetzt hier extra so mit dem Schieberegler ungefähr einstellen, damit ich dann die Wechsel habe. Genau, jetzt habe ich beispielsweise zu wenig gemacht. Oder es gibt keine Ahnung. Jetzt müsste es ungefähr passen. Genau, jetzt habe ich genau den nächsten Wechselspieltag drinne quasi. Um 7 Uhr morgen werden ja weiterhin fast alle Spieler wechseln. Aber diese Regelung hier ist komplett bescheuert. Man hat gar keine Übersicht mehr. Wäre das nicht genug, gibt es Bugs ohne Ende. Also der DFM hat wieder mal komplett reingeschissen, was diese Änderung angeht. Und ich habe es auf dem Beta-Server noch geschrieben. Leute, das sind Bugs. Das funktioniert nicht. Und wäre das nicht genug, schaffen sie sogar noch verschiedene Dinge ab. Also sie denken sich nicht nur, jo, wir führen richtige Scheiße ein in das Spiel, sondern wir führen auch noch die guten Dinge aus dem Spiel wieder zurück, denn man kann nicht mehr über das Spielerprofil Spiele anbieten. So, wenn ich jetzt den Spieler anbieten möchte, geht nicht. Ich kann ihn feuern, ist auch wunderbar. Hat nicht zwar 240 Millionen Euro gekostet, aber warum nicht diesen Spieler feuern? Ist doch eine klasse Sache. 240 Millionen Euro aus dem Spiel genommen. Genau das möchte ich doch machen. Inflation senken, selber das Geld aus dem Spiel nehmen. Oder ich kann ihn verlängern, aber ich kann ihn nicht mehr auf den Transfermarkt stellen. Warum führt ihr was ein, was Dinge wieder aus dem Spiel herausnimmt? Wieso schafft ihr Dinge ab, die gut waren? Angeblich, damit das Spiel übersichtlicher wird. Genau, das Spiel ist ja so übersichtlich geworden mit diesen 1000 verschiedenen Stunden. Also auf dem Transfermarkt finde ich jetzt erstmal so nichts mehr. Hat Kemerovo das Land gewechselt? Ne, das ist ein anderer Kemerovo. Okay. Ja, also das ist, sag ich jetzt mal so, schlecht gelaufen. So, auf dem Beta-Server hatte ich noch Hoffnung, weil ich dachte, sie verbessern es noch so. Aber die dachten sich, glaube ich, so, das ist gut. Ich glaube, die denken wirklich, dass das gut ist. Und wer denkt, dass sowas gut ist, der denkt wahrscheinlich gar nicht, weil sonst kannst du sowas nicht denken. Ja, sehr ärgerlich, keine Übersicht, Funktionen abgeschafft, die gut waren und teilweise noch wirklich Bugs ohne Ende. Mal ganz kurz gucken, das passt jetzt hier soweit. Vielleicht haben sie jetzt hier schon verschiedene Sachen aufgehoben. Gerade eben konnte ich hier noch die verschiedenen Indexe lesen. Okay, das sieht ganz gut aus jetzt. Da hat OFM tatsächlich mal was hinbekommen. Wie sieht es jetzt hier mit den Spielerwechseln aus? Was übrigens jetzt nicht funktioniert hat, war gestern beispielsweise, damit ihr auch mal so einen Bug mitbekommt. Jetzt habe ich gesagt, es gab Bugs, aber ich zeige keinen. Ich wollte gestern dann meine Spieler anbieten auf dem Transfermarkt für den ersten Spieltag. Und das geht mit dem Pluspaket ja normalerweise. Dann habe ich das jetzt hier ausgewählt und konnte gestern
vor dem heutigen Transfermarktwechsel also auch nur für den zweiten Spieltag anbieten. Ganz klar ein Bug. Mal ganz kurz gucken, ob das jetzt funktioniert. Okay, diesen Spieler packen wir jetzt nicht für 1 Euro auf den Transfermarkt, das ist mir zu riskant. Aber sowas ist halt einfach ärgerlich. Wenn sowas eingeführt wird, dann muss das wirklich sitzen von vorne bis hinten und nicht hier im Forum. Ganz kurz mal gucken, was hier im Forum ist. Bugs und Fehlermeldungen. Jugendspieler. Kurz gucken, ob jetzt hier was über den Transfermarkt schon ist. Ich habe auch gesehen, es gibt Kritik ohne Ende. Formatierung und Fenster für Spielergebote kaputt. Genau das war bei mir auch der Fall. Da haben wir die ersten Bugs. Okay, das ist quasi schon gepostet. Das ist gut. Mal kurz gucken, ob wir noch andere Bugs haben. Schwere Bugs. Falsche Spieler aus der Jugend. Das ist alles in Ordnung. Hier ist nichts dazu gekommen. Leichte Bugs. Spielersuche. Genau, Spielersuche gibt es auch Probleme. Kann ich nur bestätigen. Zwei leichte Bugs. Mal ganz kurz gucken, was hier gepostet wurde. Genau, das ist ja auch so eine schöne Sache, ne? Das kann ich euch auch ganz kurz zeigen. Das habe ich auch schon gelesen vom Roten Blitz. Machen wir mal ganz kurz hier. Na, also jetzt lernt ihr mal zählen, meine Freunde. Okay, Spieler mit 22 Jahren, Stärke 13, alles klar. Jetzt lernt ihr mal zählen, meine Freunde. Also womit fängt man an, wenn man zählt? Mit der 9. Natürlich fängt man mit der 9 an. Das ist hier der 9. Spieler. Man sieht die ersten 8 nicht. Ne? Man sieht die ersten 8 jetzt nicht unbedingt. Aber man fängt ganz solide an und ist komplett ehrlich und sagt, komm, ja, wir fangen mit dem 9. Spieler an. Was jucken mich die ersten 8 Spieler? Wunderbar. Also man sieht schon, da wurde sich richtig Mühe gegeben. Auf der nächsten Seite fängt man konsequenterweise wieder mit der 9 an. Ja? Wenn man es falsch macht, dann auf jeder Seite. Ja, ganz ärgerliche Geschichte. Das war es jetzt soweit. Ich glaube, meine Meinung ist durchaus neutral ausgefallen, wenn man alles in allem aufzählt. Ich habe eine positive Sache genannt, die ganz okay ist, und der Rest war absolut scheiße. Wenn man das jetzt aufwertet und wirklich beide Augen zudrückt, dann ist es vielleicht neutral. Ja, und das war auch keine Polemik, ne? Das war natürlich Kritik jetzt. In dem Fall meine ich das auch wirklich ernst, was ich gesagt habe, auch wenn ich es vielleicht ein bisschen übertrieben habe. So, kommen wir aber jetzt mal zu den positiven Themen. Und zwar Spielerwechsel. Na, Spielerwechsel ist natürlich so eine Geschichte. Ich habe gesagt, ich habe schon 300 Millionen Euro Gewinn gemacht, die müssen irgendwo hergekommen sein. Schauen wir uns das Ganze an. Wir haben hier einen rechten Mittelfeldspieler, der kam für 16 Millionen Euro letzte Saison, wechselte für 51. Wunderbar. Könnt ihr euch jetzt gerne selber ausrechnen, habe ich jetzt keine Lust zu. Bin ein bisschen schlecht gelaunt wegen dem Transfermarkt. So, hier haben wir sogar 52 Millionen Euro Gewinn gemacht, sogar knapp 53 Millionen Euro Gewinn mit diesem Rechtsverteidiger. Wunderbar, das hat richtig gut funktioniert. Dann haben wir jetzt hier noch einen linken Manndecker, auch am 9. Spieltag schon verkauft bekommen. Knapp 50 Millionen Euro Gewinn. Also schon allein die drei Spieler richtig gut. 120, 130 Millionen Euro Gewinn mit allein den drei Spielern. Dann haben wir den LM, der war ein bisschen schwächer als die beiden, aber durchaus auch noch vollkommen in Ordnung. Mit 21,5 Millionen Euro Gewinn wirklich immer noch einer, der richtig gut Geld gebracht hat. Natürlich müssen wir jetzt noch die 5% abziehen, aber das könnt ihr gerne mal selber machen. Dann haben wir jetzt hier noch diesen Spieler. Der brachte auch über 40 Millionen Euro Gewinn. Auch richtig gut. Dann haben wir jetzt noch zwei weitere, die Gewinn brachten. Und zwar der ZM hier, der Elias Hoffer. Gehörte auch zu den 17 Sechsern, die ich am 19. Spieltag gekauft habe. Brachte auch einen wunderbaren Gewinn. In dem Fall jetzt ein bisschen weniger als die anderen, aber immer noch richtig gut. Und dann haben wir natürlich noch den DM. Der wechselte für 51 Millionen Euro, kam für 11. Auch richtig gute Sache. Über 320, 330 Millionen Euro Gewinn insgesamt mit diesen Spielern. Ich habe mich halt damals mitten in der Saison noch kurzfristig dazu entschieden, jetzt doch mit den 17 Sechsern zu traden. Und man kann wirklich sagen, es war eine goldrichtige Entscheidung. 320 Millionen Euro Gewinn mit den ersten Verkäufen jetzt hier. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich diese 320 Millionen Euro einfach nicht bekommen. Und das war wirklich eine klasse Geschichte. Natürlich, wie gesagt, diese 5% müssen wir jetzt noch rausrechnen. Und trotzdem wird der Gewinn auch mit den Trainingslagern und dass wir die Torhüter dadurch ein bisschen in Verzug geraten sind mit den Aufwertungen und so weiter. Trotzdem wunderbarer Gewinn, sagen wir einfach mal noch mindestens 200 Millionen Euro mehr dadurch gemacht. Durch diese kurzfristig getroffene Entscheidung, richtig gute Entscheidung. Jetzt haben wir noch einen Transfer, mit dem ich ein bisschen unzufrieden war. Ich dachte schon, der ging noch 100 Millionen Euro für diesen Keeper. Sind 85 Millionen Euro geworden. Ihr seht also, wir haben jetzt quasi 65 Millionen Euro für eine Saison gezahlt. Ist in Ordnung. Oder sind es 55? 65. 65 Millionen Euro für eine Saison. Ist in Ordnung. Also der Käufer zahlt jetzt ein bisschen mehr, aber der hat natürlich jetzt auch eine Saison Stärke 21. Also
ist fair. Ich habe gehofft, der gegen 100 dafür, speziell weil wir den 0. Spieltag haben und es nicht so viel Konkurrenz gab. 60 Millionen Euro für diesen Spieler, wir haben ihn 2 Saisons für 40 gehabt, der Käufer zahlt jetzt 60 für eine, das war eine richtig gute Geschichte. Ganz kurz nochmal, wir haben ihn mit 34 gekauft, dann hat er jetzt quasi 2 Saisons komplett im Verein gespielt und jetzt kriegen wir noch 60 dafür, richtig gut eigentlich. Und der RM, der hat mich quasi 5 Millionen Euro gekostet, der kam mit 34, aber am 32. Spieltag, also hat dann mit 35 Jahren die komplette Saison gespielt. Und ist jetzt für 25 Millionen Euro gewechselt. Auch eine klasse Sache. Wie gesagt, der Keeper, der hätte besser sein können. Die anderen beiden waren richtig gut. Natürlich haben wir mit diesen 3 Spielern Verlust gemacht, ganz klar. Aber dadurch, dass wir das so geschickt gemacht haben und sie jetzt wieder verkauft haben, sah das Ganze ganz gut aus. Ganz kurz einmal auf WhatsApp gucken. Genau. Ja, meine Freunde, ihr merkt schon, das heutige Video wird ein bisschen länger werden. Ich denke mir, vor meiner Pause wollte ich euch nochmal so ein richtiges Mammutvideo geben. Vielleicht schaut ihr euch das Ganze auch in Teilen an, ich weiß es nicht. Nur, dass wir nochmal so ein richtiges, langes Video haben, bis ich dann wieder da bin. Das war die Geschichte mit dem Transfergewinn. Durchaus eine positive Sache. Normalerweise wäre ich jetzt auch richtig happy, nur der Transfermarkt gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Deswegen bin ich nicht happy. Jetzt kommen wir zur ersten Liga. Und das ist auch so eine Geschichte, wird mein Team überhaupt für den Klassenerhalt reichen? Und dann müssen wir noch reagieren und eine Stärke von ungefähr 200 quasi zusammenkaufen. Schwierig. Die Lausitzer Wölfe haben sich jetzt doch nicht dafür entschieden, wieder abzusteigen. Bin sehr überrascht darüber, aber gut, das ist halt so. Und damit haben wir nur noch 5 Vereine, die möglicherweise ein sicherer Absteiger werden könnten. Einmal haben wir Rotgau Jürgesheim, der wahrscheinlich ein sicherer Absteiger sein wird. Die Nullinger könnten durchaus auch ein sicherer Absteiger sein. Die haben zwar aktuell noch eine Stärke von 221, aber alle Spieler sind 37 Jahre alt. Entsprechend werden sie wahrscheinlich sicher absteigen, wenn sie nicht noch Spieler kaufen. Ganz wichtig, Konjunktiv, würden sie keine Spieler mehr kaufen, wären sie ein sicherer Absteiger. Das wissen wir natürlich nicht, müssen wir unbedingt beobachten. Dann haben wir hier keine sicheren Absteiger. Frangen, der könnte auch durchaus noch ein sicherer Absteiger werden. Er stellt quasi alle Spieler bis auf seinen LM, glaube ich, auf den Transfermarkt, warum der auch immer bleiben soll. Und er könnte durchaus auch noch ein sicherer Absteiger werden. Damit wären wir schon mal bei 3. Das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir noch, glaube ich, diesen Verein hier. Bei dem anderen bin ich jetzt mir nicht ganz sicher. Genau, sein komplettes Stammteam ist 37 Jahre alt. Alle anderen Spieler, die nicht 37 Jahre alt sind, stehen auf dem Transfermarkt. Er wird also vermutlich auch ein sicherer Absteiger sein. Damit sind wir schon bei 3. Mit den Nullingern 4. Wobei Franken haben wir gesagt, das wird nicht so sehr. Sagen wir, jetzt sind wir schon bei 4 möglichen Absteigern. Am unwahrscheinlichsten ist, glaube ich, Franken. Ich glaube, er wird noch einkaufen. Und die Nullinger könnte ich mir auch vorstellen, dass sie noch einkaufen. Aber 4 mögliche sichere Absteiger. Viktoria Wegberg ist auch so einer, der durchaus jetzt noch sein Team verlieren könnte und sichere Absteiger werden könnte. Und dann haben wir noch Pargus Nissan. Also insgesamt 6 Vereine, die das Potenzial haben, noch ein sicherer Absteiger zu sein. Wovon ich speziell Franken sehr bezweifle, Pargus Nissan sehr bezweifle und Viktoria Wegberg sehr bezweifle. Und Nullinger auch noch Zweifel habe. Also von 6 Vereinen an 4 Zweifel haben, wahrscheinlich müssen wir noch reagieren. Und dann halt wirklich eine Stärke von 190 bis 200 aufstellen. Und ja, das wird dann teuer werden. Und wir müssen abwarten. Wenn wir jetzt doch noch 4 sichere Absteiger bekommen, dann müssen wir nicht mehr reagieren. Deswegen warte ich jetzt 2-3 Spieltage ab. Und länger kann ich aber auch nicht warten, weil dann stehen irgendwann nicht mehr Spieler auf dem Transfermarkt, die wir einkaufen können für den sicheren Klassenerhalt. Nur, dass ihr das wisst, ist halt so eine Geschichte. Ich habe euch jetzt quasi alle interessanten Vereine genannt. Könnt ihr gerne auch beobachten. Wen ich mir auch noch aufgeschrieben habe, hier sehe ich gerade, ist der TuS Jojo. Ja, ist scheinbar auch ein möglicher Absteiger. Warum habe ich das aufgeschrieben? Ach genau, er ist von der Teamstärke her ungefähr mit mir auf einem Level. Und sollte es 3 sichere Absteiger geben, würden wir uns quasi um Platz 14 zusammen streiten. So könnte ich mir das durchaus vorstellen, weil er hat jetzt wirklich nicht das beste Team und spekuliert wahrscheinlich aktuell genau wie ich auf 4 sichere Absteiger. Ihr seht ja schon, die Spieler sind ungefähr gleich gut mit meinen. Meine haben jetzt noch Stärke 15, werden sich bald auf Stärke 16 aufwerten. Und wir werden auch noch einige 19er kaufen in der Verteidigung. Also es wird ungefähr auf die gleiche Stärke hinauslaufen.
So, das wäre die Geschichte zu der ersten Liga. Müssen wir noch abwarten, kann ich noch nichts Sicheres zu sagen. Vielleicht schauen wir mal noch bei den Spielerwechseln heute rein. Was gab es da Interessantes? Und dann komme ich mal zu euren Kommentaren. Ein 32-17er für 210 Millionen Euro. Okay, kann man machen. Wann hat er die Aufwertung bekommen? Scheint ein bisschen teuer zu sein. Aufwertung hat er schon ein bisschen. Kann man auf jeden Fall machen. Was mich auch interessieren würde, wann hat er die Aufwertung auf Stärke 16 bekommen? Am 9. Spieltag mit 30. Wenn man den jetzt mit meinem vergleicht, der wird am 9. Spieltag mit 29 Stärke 16 erreichen und hat 30 Millionen Euro mehr gekostet. Da seht ihr auch mal, warum ich so viel Geld für den ausgegeben habe. Hier haben wir einen Spieler, der quasi eine Saison schlechter ist, für 210 und meiner hat 240 gekostet. Finde ich vollkommen legitim. Beide Preise. Was haben wir sonst noch so? Heute waren gar nicht so gute Wechsel. Was mich auch ein bisschen überrascht, ist dieser 18-7er hier für 95 und meinen bin ich nicht losgeworden, meinen Mittelstürmer. Aber okay, passiert. Und da hatte ich ein bisschen Glück, weil mein linker Manndecker war ein bisschen schwächer als dieser hier. Und trotzdem haben sie quasi das gleiche gebracht. Der war nicht viel schwächer, das waren vielleicht 50 oder 100 AWP. Aber meistens ist es ja so, dass die Leute dann komplett auf einem linken Manndecker eskalieren, weil der zwei Erfahrungspunkte mehr hat, bieten die dann 300 Millionen und der andere wechselt für 2 Euro. Und in dem Fall war das tatsächlich nicht so und sehr realistisch. Weil normalerweise ist OFM nicht realistisch. Sehr gut, also das war soweit jetzt hier mein Update zum Classic-Server. Am DE2 habe ich mich heute noch gar nicht eingeloggt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und der Fun Cup ist angeboten. Mal schauen, ob wir schon Teilnehmer haben. 3 Stück haben sich schon angemeldet während des Videos. Wunderbar. Mal kurz gucken. Ihr seid jetzt live im Video. Wir haben Spielvereinigung Gau Algesheim, Gabis Lloyds und Rotes Pferd. Und mal kurz gucken, ob es im anderen Fun Cup die gleichen sind. Genau, die gleichen. Falls ich nicht gerade schon mal auf dem Fun Cup war. Aber ich glaube nicht. Das müsste jetzt gestimmt stimmen. So. So, meine Freunde, jetzt kommen wir noch hier nach YouTube. Und dort werde ich jetzt mal eure Kommentare vorlesen. Die dürfen heute nicht fehlen. Ich werde unterbrochen von der Klingel. Das bedeutet, ich muss jetzt kurz mal abbrechen.